In Minsk geht die Vorstellrunde in der Partneragentur weiter. Zahlreiche weißrussische Frauen wollen die beiden österreichischen Single-Männer kennenlernen. Ob nun auch jemand dabei ist, der den hohen Erwartungen des 39-jährigen Harald Moosgöller entspricht? Hello. My name is Harald. My name is Helen. Yes. Hello. My name is Irina. Я говорю по-русски, говорю на немецком. Я вам буду нужна или вы по-английски хорошо разговариваете? Ну, будете хорошо. Хорошо. Ну, я. Привет. Mit was fangen wir an, bist ne? What do you work? I work account. Account? Manager? Buchhalter. I like Activision's. Sticken. Das ist Maria Sticken. Arno. Verschiedene Bilder stickt sie. Wahnsinn. Sticken. Super. You like to dance? Dance? Yes, dance. Yes. Party. Party, no dance, yes. Yes, das Maria. Wie kann man keine Party wollen, wenn man tanzen will? Ah, umgekehrt, wie kann man tanzen wollen, wenn man keine Party will? Herr Moosgöller. Ich mag auch zum Beispiel keine Party. Ach so. Aber tanzen mag ich. Herr Moosgöller, der erste Eindruck der Dame? Ja, ist jetzt nicht ganz so meine Richtung, nicht? Grundsätzlich. Aber ja, ich meine. Woran scheitert's? Ja, wie soll ich sagen, der erste Eindruck zählt halt nicht bei mir. Das ist halt, ja, nicht ganz so mein Schema. Weit weg davon oder ein bisschen weg davon? Relativ weit. Als Österreicher habe ich in dem Land natürlich nur hohe Erwartungen. Niedrige habe ich daheim selber. Dementsprechend fahre ich ja daher, genau deswegen, weil ich Damen möchte, die anders sind. Also die Erwartungen sind sehr hoch gehalten, zwecks Optik, zwecks Chemie, zwecks Einstellungssache von der Damen selbst. Aber sie hat auch tolle Hobbys, nicht? Habe ich gehört. Stricken und so, lauter so Sachen, die mich richtig interessieren. Also, das ist genau meine Schiene. Stricken, keine Partys, ja, ist halt nicht unbedingt meine Richtung. Du weißt, wie das ist, Irina, nicht? Du kennst meinen Geschmack. Hm? Eigentlich. Was hast du denn für einen Geschmack? Ja, was hast du für einen Geschmack? Ja, so also ungefähr sitzt der da. So ungefähr, nicht? So in die Richtung halt, nicht? Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, weißt? Ich habe so die Irina hat mich heute schon verwamst. Hast du jetzt schon gesagt, nein, du suchst jetzt eine andere Frau statt mir, ja? Und lauter so Sachen, nicht? Aber die Basis ist keine schlechte. Lange Haare, netter Vorbau halt, nicht? Und dementsprechend der Rest muss halt auch passen, die Chemie und so weiter, nicht? Ein bisschen eine Prinzessin ist halt die Irina, nicht? Aber ansonsten passt. Sonst ist es im Großen und Ganzen leibend. Die Irina wäre natürlich eine nette Alternative zu den Damen, die da waren, prinzipiell. Aber ich muss sagen, sie hat einen Nachteil, einen Riesennachteil. Sie ist jetzt seit, ich glaube, über 10 Jahren in Österreich. Und damit ist sie einfach schon verseicht. Einfach richtig verseicht. Ja. Sie hat jetzt die richtig schlechten Sachen schon angenommen von Österreich, die wir nicht suchen. Ich suche einfach diese Weiblichkeit, die Naturschönheit. Ja. Die brauchen sich auch nicht spachteln, die Frauen da. Ja. Die sind einfach toll. Ja. Die haben eine super Optik, ein natürliches Aussehen. Ja. Die Irina muss immer spachteln. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Irina unter der Spachtelmasse auch halbwegs nett und adrett ausschaut. Von der Einstellung her, wie gesagt, zu österreichisch. So, wir haben eine nette Dame für dich, die dich kennenlernen möchte. Was, genau, sie will mich kennenlernen. Nicht genau, ich. Richtig. So, wie interessanter Mensch. Ja, dann bitteschön, du darfst und sofort. Ich bin schon startklasse in Angriff. Dann starte. Letzter zurück bei Berger, mein Lieber. Der Berger ist an Tour. Du siehst wieder meine Qualitäten, die springen gleich durch mit mir durch. Also natürlich, dann springt er weiter in den Sprung. Also, du gehst halt in nein, die, geh mal du da rein. Du musst da weitergehen. So. Die Dame will mich sehen, das freut mich aber super. Also, darf ich mich daher platzieren, ja? Wenn ich mich vorstellen darf. Berger, Karl Berger. Bonn, Schäfer, Bonn. Helena. Yes, die Helena. Helena. Ja, Wahnsinn. Also, ich habe gesehen, dein Gesicht, die roten Haare. Die haben mich fast umgehauen. Kannst du das übersetzen? Ich habe ihr Gesicht gesehen, die roten Haare, und dann hat sie mich fast hergehauen. Umgeschmissen. Obekaut. I have a present for you. Here is my name.
and the key can more. You can write with light. Oh, right. And you can write only light, no light, yeah? And for you, the present. Thank you. For these days, the night is very long, und quickly is the day done. So, jetzt glaube ich, habe mein ganzes Englisch umgemacht. You have a friend with this present? Ob sie eine Freude hat mit dem Geschenk. Или тебе понравились подарки, которые он сделал? Ja, super, ne? Okay, super. When you come tomorrow, I have more for you. Habe ich mehr für Sie, wenn Sie morgen wiederkommt, ja? So. Not only a pencil. No. Wenn ich wem kennenlernen würde, ihm gefällt, dann hast du Angriff. Das ist alles. Und die Stiefletten? Das ist ja Wahnsinn. Ja, na sowieso. Tralali, tralala. Das ist eigentlich schon die Fahrzeuge auch von Haus aus. Also gut, gut benannt. Also Holzfelder Hütte heißt es bei uns im Volksmund. Ne? Und elegante Fußsaalen da, da kann man gar nichts sagen. Das ist schon genug, weil sie ist schon rot geworden. Also besser, sie, wird nicht, also, sie, kann nicht, sie kann nicht roter werden, als die Haare sind. Sie kann nicht roter werden. Er freut sich über eine Blumenfrau, die halt mit Blumen herumtut und ich weiß nicht, stricken tut. Liebe Blumen. Und keine Party will und vielleicht schön, irgendwo tanzt. Und ich habe halt eher gerne das Party gehört, das halt Stimmung macht, Gas gibt und sie ist auch was sexy ist. Punkt. Sexy war es weit weg. Die Kleidung finde ich war absolut nicht mein Stil, also das hat überhaupt nicht passt. So, gut. Dann noch ein Prost. Cheers. Auf den Philippinen ist die Stimmung bereits kurz nach der Ankunft am Tiefpunkt angelangt. Denn Robert Nissels Frau Jolene ist mit dem gebuchten Bungalow in der Hotelanlage alles andere als zufrieden. Er liegt ihr zu abgelegen und sie möchte ohnehin lieber bei ihrer Familie wohnen. Ja, wir sind so weit weg. Das ist so ruhig. Ich hab dir nie gefehlt, okay? Wir sind so ruhig und... Ja. Bist du nicht zufrieden, Julia? Ja. Nicht gut, Julia? Nicht wir gut? Sind so ruhig und wir sind da so weit und das Eug da drüben. Ja. Aber Julia. Und so teuer. Ja. Wer hat das reserviert? Ja. Gib's mir bitte am Robert, doch, der bringt sie noch um. Da ist noch allein nicht drin geblieben, oder? Ja. Robert, bitte kommst du raus? Ja. Was fällt dir nicht? Müsstest du haben? Hä? Müsstest du haben? Lass mir's anschauen. Lass das anschauen, schalt ein. Hä? Müsstest du haben, willst du dann tauschen wir um. Du weißt ja, dass hat das ich für dich alles mache, wenn's mir gefällt. Das ist, weil's viel Betten sind. Da drinnen ist es. Pass auf. Geht das in warte mal. Ich würde sagen, wenn ich noch drei Frauen kennenlerne, ja, dann nimm das. Im Moment. Schau, da ist die Dusche ein bisschen daneben. Ein Klo ist nicht direkt daneben. Schau. Klo ist halt da. Dusche ist da hinten. Da musst du durch, Robert. Da musst du durch. Du hast einen Vorteil, du kannst jeden Tag ein Bett neu benutzen. Ja, nein, ist nicht der Jolen hat es nicht gefallen, warum? Nein, weil es zu abseits ist. Sie will nicht da so allein sein. Sie will mit den anderen gemeinsam sein. Hat sie Angst? Verständlich. Ja, verständlich. Verständlich, ja. Also sind sie da? Ja, aber trotzdem, sie wissen nicht. Sie wissen nicht. Wenn sie das ist keine Chance. Nein, das machen wir dann anders. Da suchen wir für die Julia einen Omos und der bleibt mit dem Buren da. Nein. Ja, also gut, ich weiß nicht, was du willst. Family is family. Komm. Wir sind eine Family. Wir are Family. Ja. Da hätten wir ja fünf Bett auch noch gehabt. Wenn du nur ein bisschen daherquatscht, vergiss ich die Akel überhaupt. Dann weiß ich nicht mehr, dass es an Herrn Nowak gibt. Robert, schau mal, da sind ja zehn Zimmer frei, da musst du ganz kriegen. Wir sind ja, glaube ich, die einzigen Gäste, die sie sich, nicht? Manche ist ja schon irgendwie auf der Art, nicht? Aber das Traurige ist ja das, es ist niemand da, der was, die Rezeption betreut, nicht? Ja. Leider Gottes ist es wie bei Anthony Perkins, wo die Morde dann geschehen. Na, schön ist es nicht, Schatze. Da ist der Kleine. So, überlegen wir jetzt. Robert, ich
muss jetzt der Mama zucken und schauen, wie das geht. Wie das schön. Wo ist er denn jetzt, der Gurkenonkel? Welches ist noch frei? Ich hätte gern, alles sind frei. Ich hätte gern frei, oben, die 18 oben. Ja. Was ein einziger Arbeiter? Der einzige. Keine andere. Das ist der einzige. Wir gehen uns am Uhr. Hätten wir zuerst die Mama fragen sollen beim Hotel buchen? Ja, ich habe doch gesagt, dass du musst erst der Mama was schauen, wie das der Hotel geht und das schön und viele Leute nicht nur so ruhig. Du musst den Schlüssel da haben von einem Zimmer. Das ist ja nicht normal. So etwas. Wo ist er denn jetzt hingegangen? Ist er nur der einzige Arbeiter hier? Wer ist denn der Chef? Nix. Ist gar nichts. Der Chef. Da muss doch ein Chef geben. Das ist ja nur ein Arbeiter, nicht der Chef. Welches Zimmer ist noch nicht vorbereitet? Das Zimmer ist noch nicht vorbereitet. Das macht nichts, hat sie. Ich habe gesagt, das macht nichts. Er tauscht heute mit uns. Er geht rein und wir bleiben oben im 18er. Dann tauscht er bis morgen und dann schauen wir. Und dann schauen wir. Ja, also bis morgen finden wir eine Lösung. Passt schon. Okay. Und morgen ist ein neues Spiel, neues Glück. Was habt ihr jetzt erlösen? Ja, ja, er geht kurz rein, die eine Nacht da, der Novak ist nett und bereit. Er hat sich bereit erklärt, da reinzugehen. Ich gehe auch lang rein, aber nur die ganze Nacht. Nicht. Nein. Schauen wir mal, was passiert morgen. Weil wir werden morgen sicher weiter diskutieren. Aber das Foto war trotzdem schön, kannst du sagen, was du willst. Und es ist aufgetaucht unter 5 Zimmer. Das Problem war 5 Zimmer. Normal ist das kein Problem. Waren wir in Golfhotel gewesen mit 3 Zimmer, aber es geht nicht. Wir brauchen 5 Zimmer. Auf was ich bestehen dann tät? Ja. Der, was das bucht hat, gehört vor Gericht. Vor einem philippinischen Gericht. Gehen wir. Gehen wir, Schatzi. Was ist hinter mir? Da ist mir wurscht, der Hund. Der tut nichts, der Hund. Der geht eh weg. Komm, geh schön weg. Ja, ist die Frau schon bereit? Ja, die Frau wartet auf mich. Ja, dass ich warte auch schon, voller Stimmung. Ja, kommen Sie rein. Ach so, da soll ich reinkommen, dann bitte. Na wunderbar. Ja, hallo, servus. Ich bin der Harald. Nadja. Nadja. Ich bin nur Nadja. Na wunderbar, die Nadja. Bist du was? Ja, so gut, Englisch, but so-so. Ja. Deutsch, ich meine Startlehrer. Deutsch ist Problem. I understand Deutsch, but not speak. Ja, ja, Deutsch ist Problem. Na ja, gut. Haben wir halt, müssen wir halt Englisch sprechen, oder? Wieder ein bisschen spucken, nicht? Ja, ja. Oder? Ja, ist ja klar. Na, siehst du, das ist schon ein bisschen ein anderes Kaliber, nicht? Lange Haare, nicht? Super Figur. Ne? Ja, das brauchst du nicht übersetzen jetzt. Ja, ja. Also das bleibt einmal unter uns, ja. Scheiße, so, so, Lipo. Ihr Steigerung zu vorhin? Nein, natürlich. Ist ja ganz anderes Kaliber, nicht? Danke. Ich weiß nicht, ob du das übersetzt. Jetzt bringst du... ganz allgemein, dass sie schön ist. Du bringst mich in Verlegung jetzt. Nein. Jetzt werde ich rot. Ja, da ist die Stimmung schon ganz andere. Ja, mit der kann man was anfangen, weißt? Da zieht man Minirock an, geht in die Disco und alle Männer schauen hin. Punkt. Das ist die Kurzfassung. Das ist ja das, was wir wollen, nicht? Wir Männer wollen ja was sozusagen von anderen Männern die Haare verdecken, weil es mir sich überhaupt nichts außer Haar. Sie verdeckt alles. Schau dir, deshalb kannst du mir sagen, sie soll einmal die Haare ein bisschen lockern. Aber schau, ich bin auch nicht Secret, schau, ich zeig da alles. Das ist Secret for me too. Ach so, da sieht man nicht, was ich. Na gut. Aber es ist schon schlecht. Ich meine, ein bisschen so zu das Gegenüber hätte ich schon gerne mal gesehen, so wie das. Ja, ich schau mir immer, du musst dir sagen, ich schau mir immer die gesamte Person an, weißt du, von oben bis nach unten. Und man sieht immer eine общую как бы картину, которая. Was ist der erste Eindruck? Der erste Eindruck ist natürlich diese Картинка, die der Mann sieht. Ihm gefällt das, was er sieht. Man kann sich das schon gut vorstellen, dass das passt. Man kann sich vorstellen, was du dir für Haare hast.
Die Chemie ist einmal da. Die Chemie passt. Chemie ist вот какая-то там, да. Chemie с кем? С тобой. Plus minus, klar. Was hast du gesagt? Ja. Sie hat einfach gefragt, Chemie mit wem? Na, Chemie mit dir, du wundervolle Frau Herst. Na, frage sie, nicht mit mir nur reden. Ich soll sie fragen? Ja, klar. Natürlich. Ja, am besten gehen wir heute gleich fort und lernen uns besser kennen, ne? Он хочет где-то пойти потусить и с тобой ближе познакомиться. I very like speak with people. I very communication people. Perfect. And, perfect. Communication is the number one. Wir dann nur kommunizieren. I very like many things in my life. Not only dance. Study new things. I very like speak about financial economy of many countries, about these things, about problems in the world. Bist du deppert? Das ist ja gescheite Frau Anna dazu erst. Und du bist eine sehr junge Женщина. Heißt, die hat für die Economy was tun, für die Wirtschaft. Das ist ja Wahnsinn, bitte. And after dance and rock and roll. Rock'n'Roll? Nein, Rock'n'Roll ist jetzt nicht meine Richtung, aber also ich bin eher so der Techno und so, da bin ich daheim. Ihm gefällt es aber schon Techno-Musik, aber so etwas. Ah, dann hat er Techno gut. Harder, faster, gamer. Vollgas, ne? Also da ist ein Potenzial da, also die könnte man morgen ausbauen, sozusagen. Morgen könnte man mal so richtig, das ist ein Fundament, weißt? Heute Fundament, morgen bauen wir den ersten und zweiten Stock auf, würde ich sagen. Gutes Fundament. Beine? Yes. Haare? Yes. Speed? Yes. Party? Yes. Augen? Yes. Finance? Klug? Yes. Finance? Finance. Hat's ein Geld auch, oder was? Das ist wirtschaftliche Aussicht. Also das meinst du? Du meinst, es ist klug? Klug? Ja, klug. Ich sinke die auch, nicht? Also ich denke ja, nicht? Yes. Nicht? Okay, warte, jetzt wird spannend. Ich bin schon bei sieben jetzt. Okay. Die Lippen sind gewöhnungsbedürftig, da müssen wir ein bisschen was nachhelfen, aber das weißt du nicht, das brauchst du jetzt nicht sagen, ja? Also deswegen... Aber musst du ein bisschen, und ich jetzt schneide es bei Glücksicht. Aber da kannst du nicht schießen. Ja, okay. Gewandtechnisch würde ich sagen, ist es eine gute Basis. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen, oder? Ja. Sehr gut. Hat mich gefreut. Danke für den Besuch. Dankeschön. 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 Baba. Ciao, ciao, Bella. Resümee aus der ganzen Geschichte. Die Dame ist sehr offen, ist cool, ist nett, ist leibend, hat einen super Speed. Geht gern fort scheinbar, hat sichtlich eine nette Figur. Die Lippen könnte man da ein bisschen herrichten. Brüste weiß ich nicht, kann ich da nicht beurteilen. 1:1 werden wir morgen feststellen. Chemie passt und ich kann mir vorstellen, dass da sich die eine oder andere Sache ergeben könnte. Also sehr positiv. Eigentlich habe ich einen großen Unterschied gesehen, wie er mit ersten Frauen zum Beispiel getroffen hat und wie mit dieser Frau. Das ist ganz anders. Er hat eine ganz andere Stimmung. Er hatte wirklich gute Stimmung, ja, und ich habe gesehen, dass diese Frau hat ihm gefallen. Ja, ich glaube, er wird sie gerne noch einmal treffen, was daraus kommt, schauen wir mal. Der erste Morgen auf der philippinischen Insel Cebu bricht an. Und im Tageslicht wird das wahre Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Das von Robert Nissel gebuchte Beach Resort ist von einer Luxusferienanlage weit entfernt. Heinz Nowak ist mit großen Erwartungen in das asiatische Land gereist, nun aber schon nach den ersten Stunden am Boden der Realität angekommen. Hotelpersonal sucht man hier genauso vergeblich wie Wasser. Da gibt's keine Dusche. Ja, wirklich, ist das denn da deppert? Da ist schon jahrelang kein Wasser rausgekommen. Die Anlage selber ist angefangen von Frühstück bis zum Schlafen. Ein einziger Horror.
Ich hab wirklich kein Wasser. Oder tröpfelt nur ein Tröpfelbad. Kein Becher für die Zähne putzen. Kein Kosten, wo es Gewand reingibt. Ich lebe da wie ein von Koffer raus, Koffer rein. Das ist einfach ein Drama. Morgen. Guten Morgen, Robert. Jetzt habe ich ein bisschen Story gehört von der Anlage, was da passiert ist. Ach so? Und zwar war vor 3 Jahren ja der riesengroße Taifun da und hat ja die ganze Region komplett zerstört. Komplett, komplett. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Von der damaligen Zeit aus an haben sie das Hotel nicht mehr repariert. Es ist ja leicht zu sagen, ja, ich gehe, ja, aber wohin? Die Julien möchte ihre Eltern. Ja, nein, das ist ja einfach, aber wir können nicht alle bei meinen Eltern sein, bei meinen Schwiegereltern. Das geht auch nicht. Also, wenn es eine Alternative gibt, eine gute, kann man ja dann überlegen. Aber zuerst muss man mal schauen, ob es möglich ist, eine Alternative. Und wenn ja, dann kann man überlegen, wir haben unseren Hochzeitstag, bald unseren 8. da feiern wir. Und da lasse ich doch keine Diskussion aufkommen. Und wenn es ihr Wunsch ist, zu gehen, gehen wir. Wenn es ihr Wunsch ist, bei den Eltern zu wohnen, wohnen wir bei den Eltern. Wenn es Heinz nicht gefällt, dann gehen wir woanders hin. Aber zuerst müssen wir schauen natürlich auf Alternative. Ohne Alternative kann man nicht weggehen. Das Weggehen scheitert darüber hinaus bereits beim Abschließen der Zimmertür. Da hat es irgendwas mit unserem Schloss. Können wir nicht einmal zumachen. Ist zu? Nein. Ist zu? Wird das gemacht? Wird das gemacht? Wird das gemacht, ja. Okay, na egal, er muss uns dann wieder aufspielen auf die Not. Passt. Sind Sie entsprechend angekleidet? Ja, sicher, klar. Und fesch? Hawaiianisch eigentlich, oder? Ja, macht nichts. Oder passt das auf die Philippinen? Es passt genauso da, weil die Strände sind gleich. Der Strand da ist mit Hawaii gleich, also passt. Schaut super aus, oder? Ich schaue aus wie, weiß ich nicht, wie fesch halt, ne? Elvis aus Urlaub. Fesch schaue ich aus, oder? der Wind ist gut. Er ist auch nicht so richtig glücklich. Er tut das Ganze zwar ein bisschen aufhuschen und es ist alles in Ordnung, aber ich nehme an, das ist deshalb, weil er das bucht hat. Nicht? Dann kann er nicht sagen, was bin ich für ein Trottel, da habe ich doch geholt wieder. Das ist verständlich. Nicht? Aber am Bild schaut alles schön aus. Nicht? Ich habe noch Fotos von der Jugend von mir. Nicht? Wenn ich die ins Internet gebe, kommen auch viele. Nur, wenn sie mich dann sehen, drehen sie sich um und gehen wieder. Und so ist es normal bei der Anlage auch. Nicht? In Minsk wollen Karl Berger und Harald Moosgöller mit Thomas Maurer und seinen Agenturkollegen ihren ersten erfolgreichen Dateabend feiern. Also dann. Auf uns alle, nicht? Wir trinken auf die heutigen Bekanntschaften, die wir heute kennengelernt haben. In der traumhaften Agentur. Ich denke, der Trend geht so weiter. Noch besser. Salute. Nastrovie. Gehen wir mal da hier, weil bloß einmal kein Tisch reserviert. Findet eigentlich jeder sozusagen seine Traumfrau. Das Hauptproblem ist aber, das muss man schon sagen, dass die Männer einfach nicht gewohnt sind, dass sich so viele schöne Frauen für sie interessieren und dann ein Problem haben, sich zu entscheiden. Die pannelt schon mit mir auch daneben, du. Ja, man sieht, es sind immer die Damen um sie. Solo, wow. Tralali, tralala.
Da werden wir gleich abbaddeln. Da sind ja so viele Frauen. Was hast du drinnen geschaut? Naja, einiges. Mehrere Tische, nur Damen. Einiges. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Nein, überhaupt nicht. Das ist bei uns ganz was anderes. Ein ganz anderes Verhältnis. Ganz was anderes.